herzlich willkommen zu The Verse Today. Mein Name ist Rob Sawyer. Ich begrüße Sie zu unserem Election Special 2950. Hier kommt eine kurze Zusammenfassung zum Thema unserer Sondersendung. Die Wahl zum Imperator des UEE geht in seine entscheidende Phase. Die letzten 5 Kandidaten kämpfen um jede Stimme, während die Wahlautomaten bereits aktiv sind und die ersten ihre Entscheidung schon getroffen haben. In unserem Election Special wollen wir Ihnen noch einmal die wichtigsten Hot Topics des diesjährigen Wahlkampfes präsentieren und die einzelnen Kandidaten vorstellen. Außerdem liefern wir Ihnen im zweiten Teil der Show noch eine ausführliche politische Analyse in Form eines Interviews mit einem bekannten Mitglied der SCB Spotlight Investigativredaktion. Nur noch ein paar Tage, dann ist die Entscheidung gefallen. Tausende von Citizens hatten sich per Video zur Wahl gestellt und im Januar schließlich fiel daraus die Entscheidung für die letzten 10 Kandidaten der Primaries. Der ohnehin schon hitzig gefühlte Wahlkampf nahm weiter Tempo auf, bis sich im April diesen Jahres die Anzahl der Kandidaten auf die letzten 5 verdichtete. Mit dem Abschluss der Secondaries begann für diese Final 5 das intensive Ende einer langen Wahlkampfreise, die jetzt am 24. Oktober schließlich ihren Höhepunkt findet. Wie wir bereits berichteten, wurde der Wahlkampf vielerorts mit harten Bandagen geführt. Aber was waren die entscheidenden Themen der Imperator Election 2950? Fassen wir es noch einmal zusammen. Synthworld. Das umstrittene Forschungsprojekt, das seit 50 Jahren enorme Ressourcen verschlingt, aber, zumindest den Kritikern zufolge, bisher kaum nennbare Ergebnisse geliefert hat, wurde zum überraschenden Kernthema des Wahlkampfes. Seit den Primaries dominierte die Frage über Stopp, Weiterführung oder sogar Ausweitung des Projekts um den künstlichen Planeten die Debatten. Krieg gegen die Vanduul. Seit der Senat im Jahr 2945 dem Aufruf Admiral Ernst Bishops folgte, befindet sich die UEE offiziell im Kriegszustand gegen die Vanduul. Trotz intensiver Bemühungen des Militärs, den Feind zu stellen, konnte bis auf die Verteidigung von Oberon bisher kaum ein entscheidender Erfolg vermeldet werden. Der Kriegszustand hingegen gibt dem Militär fast unbegrenzten Zugriff auf die Ressourcen des UEE und dominiert jede Budgetplanung. Xenos-Diplomatie. Die Vanduul sind glücklicherweise nicht die einzige außerirdische Rasse, mit denen die Menschheit in Kontakt steht. Seit der Messerrevolution haben sich die Beziehungen zu den Shi'ar deutlich verbessert, auch wenn beide Seiten, zumindest politisch, noch ein wachsames Auge auf das Gegenüber geworfen haben. Durch Imperator Costigans Huxa, dem Human-Shi'an Trading Agreement, haben die wirtschaftlichen Beziehungen einen enormen Aufschwung erlebt. Nicht vor allzu langer Zeit hat sogar das erste Shi'an-Konglomerat eine Niederlassung im UEE eingeweiht. Dennoch sind längerfristige politische Verhandlungen mit den Shi'an nach wie vor ein Tanz auf dem Drahtseil. Während die Beziehungen zu den Banu unverändert kühl, aber freundlich und offen sind, hat es seit einigen Jahren eine lange unterdrückte Kultur wieder ins Licht der Öffentlichkeit geschafft. Die Aufarbeitung der menschlichen Historie mit den Tevarin. Nachdem mit Senator Suj Kossi nun auch ein Tevarin im Senat sitzt, verstärken sich die Bestrebungen der Tevarin sowie einiger Archäologen und Wissenschaftler, die Geschichte aufzuarbeiten und den verbliebenen Tevarin ihre kulturelle Identität zurückzugeben. Gleichzeitig regen sich verstärkt Widerstände gegen diese Bewegung in Form von xenophober Gruppen, von denen sich einige stark radikalisiert und bewaffnet haben. Das berüchtigste Beispiel ist die Miliz Xenos Threat, auf deren Konto bereits mehrere kleinere Anschläge während des Wahlkampfs gehen und die von der Advocacy als terroristische Vereinigung eingestuft wird. Mit Calvin Derry und seiner Humans First-Kampagne hat es ein Sympathisant dieser Ideologie immerhin unter die letzten 10 Kandidaten geschafft, was zeigt, wie kontrovers dieses Thema innerhalb des UEE bereits ist. Auch die von Wahlbeobachtern gemeldeten Wählerunterdrückungen von wahlberechtigten Tevarin beispielsweise durch Gruppierungen wie Nemesis sind Anzeichen einer wachsenden Problematik. Wirtschaft und Infrastruktur. Als Imperator Costigan vor 10 Jahren das Amt übernahm, befand sich das UEE bereits in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation. Viele Randsysteme des UEE wurden nur notdürftig integriert und infrastrukturell waren sie sehr schlecht angeschlossen. In den ersten Jahren versuchte der Imperator, diese Entwicklung durch Investitionsprojekte umzukehren, doch bald fehlten dem UEE die Mittel, um weitere Projekte voranzutreiben. Dies war nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dass die wachsende Bürokratie im Imperium die Kosten in die Höhe trieb und gleichzeitig weiter Prestigeprojekte wie zum Beispiel die Synthworld oder die Ark durchfinanziert wurden.
Die Kriegserklärung gegen die Vanduul entsprach zwar großteilig dem Willen der Bevölkerung und sorgte tatsächlich für höhere Sicherheit in den Grenzgebieten, war aber eine Katastrophe für die Staatskasse. Zuletzt war das IUI gezwungen, dem sozialen und wirtschaftlichen Abstieg einiger Systeme tatenlos zuzusehen, weil schlichtweg keine Mittel mehr abkömmlich waren. Ein trauriges Beispiel dafür ist der immer noch andauernde Bürgerkrieg auf Charon II, bei dem die UEE nur noch eine Zuschauerrolle einnehmen kann. Neben vielen anderen Baustellen sieht sich das neu gewählte Staatsoberhaupt also mit einer sehr instabilen wirtschaftlichen Situation konfrontiert, die schnell in einer imperiumsübergreifenden Rezession enden könnte. Steigende Verbrechensraten. Ein oft mit den schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen in Zusammenhang gebrachter Fakt ist die ständig steigende Verbrechensrate innerhalb des UEE, die fast jedes System des Imperiums betrifft. Seit der Kriegserklärung gegen die Vanduul klagt die Advocacy über die ständige Kürzung ihrer Mittel und fehlenden Nachwuchs. Auch für die Agenten wird der Job von Jahr zu Jahr gefährlicher, da sich unter der Militia Mobilization Initiative von Imperator Costigan auch viele radikale Gruppen gebildet haben, die sich nun relativ einfach und umfassend bewaffnen können. Gleichzeitig zeigen Untersuchungen, dass die Korruption auf fast jeder Ebene des UEE deutlich zugenommen hat und viele Verbrechersyndikate sogar relativ unverhohlen ihren Geschäften nachgehen können, ohne dass die Advocacy in der Lage ist, einzugreifen. Willkommen zurück. Jetzt, wo wir uns die wichtigsten Themen des Wahlkampfes noch einmal ins Gedächtnis gerufen haben, wenden wir uns den verbliebenen Kandidaten zu. Dies sind die letzten 5 aus Tausenden, die sich nun der Wahl zum obersten Amt des UEE stellen. Schauen wir sie uns gemeinsam noch einmal an. Leilani Addison. Leilani Addison ist der Newcomer und Überraschungserfolg dieses Wahlkampfes. Die Wissenschaftlerin ist Dekanin der Mentor University und war vor ihrem Antritt zur Wahl politisch kaum aktiv, genießt wissenschaftlich aber einen tadellosen Ruf. Sie gehört keiner politischen Partei an. Die Kernthese ihres Wahlkampfes ist mehr Bildung, mehr Innovation, mehr Wachstum für das UEE. Ihre Innovation Initiative sieht vor, die bisherigen Beschränkungen für die KI-Forschung zu überarbeiten und sogar gezielte, stark überwachte Forschungsvorhaben für künstliche Intelligenz als Regierungsprojekte durchzuführen. Insbesondere, um von eventuell daraus hervorgehenden Sekundärerfolgen technologisch zu profitieren. Addison spricht sich, entgegen dem Großteil ihrer Kontrahenten, für eine Restrukturierung und Ausweitung des Synthworld-Projektes aus, da ihrer Meinung nach nur durch Forschung ein Fortschritt für die gesamte Menschheit entstehen kann. Ihre außenpolitischen Vorstellungen gelten als Xenos-freundlich und offen für die Intensivierung bestehender Kontakte, sowie fördernd gegenüber einer gemeinschaftlichen Integration der Tevarin. Sie steht dem Krieg gegen die Vanduul nicht ablehnend gegenüber, kritisiert aber die unbegrenzte Ressourcenverfügbarkeit des Militärs und fordert klare Kriegsziele für eine Weiterführung des Kampfes. Es ist bisher nicht klar ersichtlich, wie Leilani Addison ihre umfassenden Forschungs- und Entwicklungsideen für das UEE zu finanzieren gedenkt, was sie ihr wiederholt harsche Kritik durch ihre Kontrahenten eingebracht hat. Addison wird von der UEE Science Society, den Educators United und dem Institute for Interstellar Peace unterstützt. Mira Go. Im Gegensatz zu Kandidatin Addison ist Senatorin Mira Go eine bekannte und erfahrene Politikerin, die zudem auch noch einer Dynastie von Senatoren entstammt. Schon ihre Großeltern waren über Jahrzehnte respektierte Senatoren gewesen. Dies bescherte ihr einige politische Beachtung und war sicherlich nicht ganz unbedeutend, als sie als jüngste gewählte Senatorin vor über 2 Jahrzehnten bereits in die Geschichte des UEE einging. Wie ihre Großeltern ist auch Senatorin Go eine entscheidende Vertreterin der sogenannten Transition, einem Umzug der UEE-Regierung von Sol nach Terra. Dieses Anliegen ist auch das Kernthema von Goes Wahlkampf. Um die Bürger des UEE von der Wichtigkeit des Umzuges zu überzeugen, hat Go nicht nur die inzwischen stark gewachsene Partei der Transitionists gegründet, sondern auch eine umfassende Planung für die praktische Durchführung des Umzuges vorgelegt. Dieses Dokument, in das vermutlich Jahre an Arbeit geflossen sind, konzentriert sich naturgemäß auf die nicht unerheblichen Vorteile, die der Wechsel des Regierungssitzes mit sich bringen würde. Kritiker hingegen werfen der Terranerin eine zu heimatverliebte Politik vor oder beschuldigen sie gar, einen Keil zwischen Sol und Terra treiben zu wollen. Ohne Frage hat Ngos öffentliches Dokument eine intensive Diskussion ausgelöst und die Senatorin hat es geschafft, eine nicht unbedeutende Anzahl von Senatoren bereits auf ihre Seite zu ziehen und einige zumindest ins Wanken zu bringen. Mirango vertritt die Meinung, dass es bei dem Umzug nach Terra nicht nur um wirtschaftliche und soziale Vorteile geht, sondern auch um ein wichtiges außenpolitisches Zeichen. Sie ist grundsätzlich Xenos-freundlich positioniert und beschreibt ihre Pläne für den Wechsel auch als wichtiges Signal an die Alienvölker, dass die Menschheit bereit ist, über ihre Grenzen hinaus zu wachsen.
Zudem mahnt sie, dass die Erde unter ihrem Status als Zentrum nach wie vor massiv ökologisch leidet und als Wiege der Menschheit eher konserviert als weiter ausgebeutet werden sollte. Schließlich steht Ngo für eine offene, zügige und gemeinschaftliche Integration der Tevarin. Senatorin Ngo ist eine entscheidende Befürworterin des Fair Chance Act und sieht es als Aufgabe der Menschheit, sich vom tödlichen Erbe des Terraforming abzuwenden. Das Synthworld-Projekt will sie weiterlaufen lassen, allerdings eine Taskforce einsetzen, die das Projekt in absehbare, erreichbare Ziele unterteilt und den Fortschritt sowie dessen Ergebnisse streng kontrolliert. Sie steht allerdings im starken Widerspruch zu Edisons Kampagne bezüglich der Lockerung von KI-Restriktionen. Mira Ngo hat in ihrer Kampagne klargestellt, dass der Krieg gegen die Wendul, genau wie das Synthworld-Projekt, genauer analysiert werden muss und der Status quo eines endlosen Krieges für das UI auf Dauer unhaltbar ist. Klare Maßnahmen, die sie dafür als gewählte Imperatorin ergreifen würde, hat sie jedoch nicht verlauten lassen. Obwohl ihre Ausarbeitung des Umzuges nach Terra an vielen Stellen sehr ausgefeilt ist, lässt Ngo in ihrer Arbeit die Kostenfrage nahezu außen vor, was einen Teil des Widerstandes erklärt, der ihrer Initiative von Beginn an entgegenschlägt. Senatorin Ngo wird neben dem Support durch ihre Transitionist Party von der Future Frontier Foundation und den Diplomats for Lasting Peace unterstützt. Iliana Sharad. Genau wie Mira Ngo ist Iliana Sharad keineswegs ein Neuling auf der politischen Bühne. Im Gegenteil, sie befindet sich gerade in ihrem 8. Jahr als High Secretary des UEE, dem höchsten legislativen Amt nach dem Imperator. Ihr Kampf gegen die Korruption innerhalb des UEE, den sie bereits vor ihrer politischen Karriere im privaten Sektor begann, hat ihr viel Respekt und Anerkennung, aber auch einige Feinde innerhalb des Imperiums eingebracht. Kernziel ihres Wahlkampfes ist die Stärkung der Infrastruktur in jedem System des UEE. Dafür will sie mit einem öffentlich finanzierten Programm in jedem einzelnen System des Imperiums ein Infrastrukturprojekt umsetzen, das nachhaltig die Situation des Planetensystems verbessern soll. Gleichzeitig ist Sharad die einzige Kandidatin, die für ein sofortiges Einfrieren des Synthworld-Projektes steht. Ihre Kampagne nachzufolge geht es nicht darum, die Forschungsarbeiten endgültig abzubrechen, sondern die Arbeiten so lange zu stoppen, bis ein neuer, erfolgversprechender Ansatz gefunden wurde. Hier steht für sie insbesondere eine konkrete Kosten-Nutzen-Rechnung im Vordergrund. Die außenpolitische Linie von Sharad könnte man als vorsichtig bezeichnen. Sie ist die einzige Kandidatin, die wiederholt den Krieg gegen die Wendul zum zentralen Thema der öffentlichen Debatten gemacht hat und sie sieht die Bedrohung durch die aggressiven Aliens als aktuell größtes Problem des Imperiums. Sharad steht für eine Stärkung der militärischen und polizeilichen Kapazitäten im UEE und eine Strukturreform für die Bürokratie. Eine Linie im Umgang mit den Shi'an lässt sich aus ihrer Kampagne ebenso wenig rauslesen wie ein Plan zur Integration der Tevarin in die Gesellschaft. In ihrer Tätigkeit als High Secretary ist sie aber stets auf einer Linie mit der Außenpolitik von Imperator Kostigan gewesen und hat sogar aktiv mitgeholfen, das Vorhaben des Huxa zu verwirklichen. Daher wird ihr allgemein eine Xenos-freundliche Linie zugedacht. Neben ihrem Infrastrukturvorhaben steht Iliana Sharad nach wie vor für den Kampf gegen die Korruption im UEE ein und will diesen insbesondere als Imperatorin verstärkt weiterführen. Zudem hat sie die sogenannte Active Engagement Initiative entworfen, die vorsieht, dass Mitbürger des UEE bestimmte staatliche Leistungen durch gemeinnützige Tätigkeiten oder soziales Engagement verdienen müssen. Dies bezieht sich allerdings nur auf Leistungen, die Sharad zusätzlich zu den Common Laws einführen würde, wie zum Beispiel eine Erhöhung des Wohngeldes für eine bessere Unterkunft im Austausch für geleistete Sozialarbeit. Im Gegensatz zu ihren Kontrahenten legt High Secretary Sharad eine relativ genaue Planung vor, wie sie ihre Vorhaben finanzieren will. Dabei stehen Einsparungen beim Synthworld-Projekt ganz oben auf der Liste, aber auch die Active Engagement-Initiative und die Strukturreform des öffentlichen Dienstes sollen massive Einsparungen im UEE-Haushalt einbringen, die Sharad dann für ihre Infrastrukturprojekte benutzen will. High Secretary Iliana Sharad ist die offizielle Kandidatin der Universalist Party und wird zudem von den United Public Servants und der Civic Engagement Society unterstützt. Titus Kostigan. Titus Kostigan ist der Sohn des amtierenden Imperators Kilos Kostigan und dennoch ein relativer Neuling auf der politischen Bühne. Er ist der jüngste unter den Final Five, hat es aber dank eines rasanten Aufstiegs im privaten Sektor schon früh zur Führungsverantwortung gebracht. Kostigan führt aktuell ein aus mehreren Großunternehmen bestehendes Konglomerat, das systemübergreifend im UEE operiert. Kostigans Kernaspekt für den Wahlkampf liegt auf der Stärkung des Imperiums als Wirtschaftsapparat, was er insbesondere durch gezielte Deregulierung und Befreiung der Wirtschaft von bürokratischen Hürden erreichen will.
Den dadurch entstandenen wirtschaftlichen Aufschwung will er anschließend nutzen, um das Plus an Steuern zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben im privaten Sektor zu verwenden. Titus Costigan will das Synthworld-Projekt weiterlaufen lassen, aber die Transparenz der Vorgänge, Ergebnisse und Entwicklungen erhöhen. Sein Plan sieht vor, durch die Forschung gemachte Entdeckungen zu veröffentlichen und damit auch privaten Unternehmen zu erlauben, von den technologischen Fortschritten zu profitieren. Zudem kritisiert er, dass eine Einstellung des Projektes einen großen Wirtschaftskreis lahmlegen würde, der bereits über Jahrzehnte um die Forschung herumgewachsen ist. Titus Costigans Außenpolitik ist klar von den zentralistischen Vorstellungen seines Vaters inspiriert, der das UII grundsätzlich in der Pflicht sieht, seine Bürger vor Bedrohung von innen und außen zu schützen. Deutlicher noch als sein Vater will Titus Costigan den Fokus auf eine weitere Stärkung des privaten Sicherheitssektors legen und Kampagnen wie die Militia Mobilization Initiative weiter vorantreiben und staatlich stützen. Während seine Kampagne explizit die weitere Förderung militärischer Ausgaben und eine unbedingte Unterstützung im Krieg gegen die Vendul vorsieht, soll die Advocacy im Inneren hauptsächlich durch private Sicherheitsunternehmen und paramilitärische Milizen unterstützt werden. Eine Agenda für den Umgang mit den Xi'an oder Banu ist nicht bekannt, obwohl er sich wiederholt für eine friedliche Integration der Tevarin eingesetzt hat und insbesondere die wirtschaftlichen Möglichkeiten beim friedlichen Umgang mit den Alienvölkern ausgelobt hat. Obwohl Titus Costigan weder offiziell von seinem Vater noch von seiner eigenen Partei, den Universalists, Unterstützung erfahren hat, kann er sich auf ein weit verzweigtes Netzwerk aus Unterstützern aus der Wirtschaft verlassen. So unterstützen zum Beispiel der Business Economic Trust, die Merchants Guild und die Intersystems Hauler United die Kampagne des jungen Kandidaten. Paul LaSalle. Paul LaSalle ist der einzige Kandidat, der sowohl langjährige politische Erfahrung als auch beachtliche Erfolge in der Privatwirtschaft mit in den Imperator-Wahlkampf bringt. Der in Gosch geborene Senator dient bereits seit mehreren Jahrzehnten im Senat, während er zuvor über Jahre erfolgreiche Wirtschaftsunternehmen leitete. Die Kernbotschaft des Wahlkampfes von Paul LaSalle ist eine Evaluierung und Überarbeitung des Fair Chance Act, um zukünftig mehr Möglichkeiten für den Abbau von Ressourcen und der Förderung der Wirtschaftsleistung von UII-Systemen zu schaffen. Seiner Kampagne nach wird der Fair Chance Act momentan überbewertet und viel zu schnell als politische Blockade eingesetzt, wodurch das im UII wichtige Ressourcen und damit auch Einnahmen für staatliche Projekte verschlossen bleiben. Zudem verspricht Paul LaSalle Steuersenkungen und die gezielte Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen durch Konjunkturprogramme und Beseitigung bürokratischer Hürden. Im Gegensatz zu Costigan liegt sein wirtschaftlicher Fokus eher auf den kleineren Betrieben, die innerhalb der Grenzen von einem Sonnensystem operieren. Auch LaSalle würde das Synthworld-Projekt erstmal weiterlaufen lassen, fordert aber eine unabhängige Kommission, die klare Meilensteine für die Forschung setzt. Das Budget der Arbeiten soll dann abhängig von den erreichten Ergebnissen angepasst werden. Um dies zu ermöglichen, will er die um das Projekt entstandene wirtschaftliche Infrastruktur fördern und somit einen besser geplanten Einsatz von Ressourcen sorgen. Genau wie sein Kontrahent Costigan will LaSalle die Forschungsergebnisse möglichst bald vermarkten, allerdings eher in Form von vergebenen Lizenzen als durch eine vollständige transparente Entwicklung. Unter den letzten 5 Kandidaten gilt LaSalle als der am wenigsten Xenos-freundliche Anwärter auf das Amt des Imperators, wobei er sich nie offiziell gegen eine offene Diplomatie oder eine Integration der Tevarin positioniert hat. Vielmehr hat er sich in diesen Fragen bisher gar nicht positioniert, sieht aber den Krieg gegen die Vendul als notwendiges Übel an, das er unter stärkere Budgetkontrolle stellen will. Gleichsam unterstützt er aber deutlich die paramilitärische Mobilisierung im privaten Sektor, was seiner Kampagne nach auch zu einer erhöhten Sicherheit in den Grenzgebieten führen wird. Im Gegensatz zur Außenpolitik legt LaSalle aber konkrete Pläne zur Gestaltung seiner Innenpolitik vor. Seine Kampagne publizierte als einzige konkrete Pläne, wie die steigenden Verbrechensraten durch gezielte Förderung von privaten Sicherheitsunternehmen bekämpft werden sollen. Dabei legt er den Fokus weniger auf bewaffnete Milizen als vielmehr auf kleine oder Einzelunternehmen, wie beispielsweise Kopfgeldjäger, die durch erweiterte Befugnisse die Advocacy noch besser unterstützen sollen. Auch eine bessere und einfachere Verfügbarkeit von Waffen für diese Berufsgruppen ist Teil seiner Safe and Secure Initiative. Diese sieht unter anderem auch einen sehr kontrovers diskutierten Punkt vor: die Abschaffung von Gefängnisstrafen für Vergehen oder kleinere Verbrechen, an deren Stelle ein umfassender Bußgeldkatalog treten soll. Straftäter sollen nach LaSalle in Zukunft vor allem zur Kasse gebeten werden für den Schaden, den sie der Gesellschaft verursacht haben, anstatt dieser durch eine Gefängnisstrafe noch weitere Kosten zu verursachen. Dieser Schritt soll auch die Strafverfolgung vereinfachen, da in vielen Fällen der Einzug eines Bußgeldes genügen würde, anstatt aufwendig einen Gefangenen transportieren zu müssen. Senator Paul LaSalle ist führendes Mitglied der Centralist Party, welche er jahrelang geleitet hat und von der er im Wahlkampf unterstützt wird.
Außerdem haben die Federation of Interstellar Businesses, die Wakana Society und die Bounty Hunters Guild ihre Unterstützung für LaSalle bekannt gegeben. Nachdem wir uns nun noch einmal einen Überblick über die Final Five verschafft haben, wollen wir noch etwas ins Detail gehen und ganz wie Sie es von SCB gewohnt sind, mal einen genaueren Blick hinter die glänzenden Fassaden werfen. Dafür freue ich mich sehr, unsere beste Investigativredakteurin und politische Analystin live in die Show hinzuschalten zu können. Willkommen bei The Verse Today, Cecilia Winks. Hi Rob. Ja, vielen Dank erstmal. Echt schön, mal wieder in der Show sein zu können. Ja, wohl wahr. Wir hatten ja schon länger keine Chance mehr auf einen Bericht von dir. Du warst jetzt lange Zeit hinter einer SCB-Exklusivstory her und dabei, sagen wir mal, schwer erreichbar. Kannst du uns denn jetzt zumindest kurz berichten, wo du dich rumgetrieben hast? Rumgetrieben, ja. ja, ich meine, die meisten dürften ja noch mitbekommen haben, dass ich nach der großen Tragödie des Vandul-Angriffs nach Vega gereist bin, um direkt vor Ort zu berichten. Und dort, ja, da sind das Team und ich dann auf ein paar interessante Fakten gestoßen, über die ich jetzt aber natürlich nicht ins Detail gehen will. Ich hoffe, du verstehst das. Ich kann nur so viel sagen, mein Job da ist noch nicht getan. Alles klar, alles klar. Ich werde da jetzt mal nicht weiter nachbohren. Aber aktuell bist du nicht in Vega, oder? Nein, momentan bin ich auf der SCB Investigator im Stanton-System. Wir haben hier bei Port Tressler unser mobiles Wahlstudio eingerichtet und nutzen die Infrastruktur bis zur Inauguration am 1. November. Danach geht's nämlich direkt in... ja, wie formuliere ich das jetzt am besten? Es geht in, naja, sagen wir, weniger kontrollierte Gebiete des Verse. Um einer Spur zu folgen, nehme ich an? Ah, du kennst mich einfach schon so gut, Rob. Okay, kommen wir zum Thema des Abends. Auch wenn du viel um die Ohren hattest, hast du die Wahl intensiv für SCB verfolgt und ja auch einiges dazu berichtet. Genau. Aber bevor wir loslegen, ganz kurz, ich möchte an dieser Stelle mal ganz herzlich meinem Team von SCB Spotlight danken. Also das wirklich hervorragende Arbeit leistet. Die Investigativredaktion besteht ja nicht nur aus mir. Also hier arbeitet eine ganze Reihe engagierter und talentierter Journalisten, die jede Hürde nehmen, um für uns die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und das muss hier nochmal unterstrichen werden. Und deshalb an dieser Stelle ganz offiziell von Herzen danke, Leute. Ja, wo fange ich an? Wir haben jedenfalls gemeinsam ein sehr spannendes Wahljahr erleben können. So viel ist sicher. Ja, allerdings. Und übrig geblieben aus diesem turbulenten Jahr sind noch 5 Kandidaten, wie sie wohl ja unterschiedlicher kaum sein könnten. Die Zuschauer haben gerade eine kurze Zusammenfassung gesehen. Also zumindest von dem, was die Kandidaten gerne die Bevölkerung wissen lassen möchten. Wie immer ist aber vermutlich nicht alles Gold, was glänzt, oder Cecilia? Ja, ich würde sagen, da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Das kann man genauso sagen. Ja, der wirklich wahrscheinlich größte Skandal dieser Wahl war ja nun die Affäre um Mirago. Ich meine, erst wird von Unbekannten in ihr Privathaus eingebrochen, während sie auf Wahlkampftour ist. Und kurze Zeit später werden uns Quellen zugespielt, die Geschäfte zwischen ihrem Finanzberater und Bau- und Entwicklungsfirmen auf Terra nachweisen. Mhm. Und wieso ist gerade diese Information für den Wahlkampf relevant? Naja, Mirago steht seit ihrer Wahl in den Senat für den zum Teil verbissen geführten Kampf des Umzugs nach Terra. Unsere eigenen Schätzungen, also basierend auf den Entwicklungsstudien der Crowshaw University, prognostizieren dafür einen deutlichen ökonomischen Schub für Terra. Insbesondere Baufirmen würden von den umfangreichen Infrastruktur- und Gebäudeprojekten profitieren, die ein Umzug des Senats und Regierungssitzes nach Terra bedeuten würde. Also ein groß angelegtes Investment in diese Firmen würde sich bei einer Durchsetzung explosionsartig entwickeln. Während Mirago vorgibt, ihre Finanzen streng von ihrer Kampagne und Politik zu trennen, zeichnen diese Quellen ein ganz anderes Bild. Hat denn Senatorin Go auf die Anschuldigung reagiert? Selbstverständlich hat sie eine Verbindung abgestritten. Ihrer Angabe nach hat ihr Mann rein zufällig im gleichen Zeitraum Termine mit der Beratungsfirma gehabt, in der die Investments getätigt wurden. Ja, tatsächlich ist eine nähere Verbindung auch für uns nach intensiver Untersuchung nicht nachweisbar. Okay, aber also es könnte also tatsächlich Zufall sein. Sind denn die Quellen für die Dokumente bekannt? Nein, also jein.
Die Dokumente wurden uns anonym zugespielt, sind aber authentisch. Also das hat auch Senatorin Go zugegeben. Und sie hat außerdem angegeben, dass die Daten bei dem Einbruch gestohlen und nun für eine Schmutzkampagne verwendet werden sollen. Sie bezichtigt dabei relativ unverhohlen, ihre politischen Gegner hinter der Aktion zu stecken. Also allen voran Titus Costigans Kampagne. Verstehe. Aber Beweise ließen sich dafür nicht finden? Unsere Untersuchung läuft noch, aber bisher konnten wir weder den Absender der Dokumente ausfindig machen, noch eindeutige Beweise für die Anschuldigung selbst finden. Es kann auch alles ein sehr unglücklicher Zufall sein. Okay, danke dir. Die Finanzen der Final Five sind insgesamt ja ein ziemlich brisantes Thema bei diesem Wahlkampf, oder? Ja, allerdings. Also zu 3 der 5 wurden fragwürdige Vorgänge aufgedeckt. Auch wenn daraus bisher kein handfester Skandal entstanden ist. Okay, und um welche 3 Kandidaten geht es da, Cecilia? Nun, von Mirago und ihrer mutmaßlichen Investmentaffäre haben wir gerade gesprochen. Dann tauchten vor ein paar Wochen anonyme Quellen im Spectrum auf, die Kandidat Titus Costigan intensive Verbindungen zu einem systemübergreifend operierenden Drogenkartell nachsagen. Und während wir bei unseren Recherchen keine Nachweise für ein direktes Engagement von Costigan mit dem Kartell finden konnten, gab es doch in seinem Firmennetzwerk einige Auffälligkeiten. Zumindest schien für eine gewisse Zeit regelmäßiger wirtschaftlicher Kontakt zwischen Costigans Subunternehmen und Firmen zu bestehen, die dem Kartell zugerechnet werden. Ah, aber ist es denn möglich oder denkbar, dass Titus Costigan darüber nicht informiert war, wie er ja selbst als Reaktion auf diese Enthüllungen verlauten ließ? Ja, klar, das ist in diesem Fall durchaus denkbar, ja. Titus Costigan steht an der Spitze mehrerer Großunternehmungen und war zudem die letzten 2 Jahre stark in seinen Wahlkampf eingebunden. Ob ihn das davon freispricht, Verantwortung für die Handlungen seiner Subunternehmer zu übernehmen? Tja, das müssen schlussendlich die Wähler entscheiden. Alles klar. Und wer ist Nummer 3 unter den Kandidaten? Nummer 3. Die letzte Meldung betrifft Kandidat LaSalle. Die Kollegen vom Tracker haben herausgefunden, dass LaSalle entgegen seiner immer wiederholten Behauptung nicht von Anfang an ein unternehmerischer Durchstatter und Golden Boy aus Gosch war. Vielmehr konnte er seine frühen Unternehmungen nur mit Krediten über Wasser halten, die er wiederum von einer Frau bekam, die später wegen Betruges und illegalen Finanzgeschäften verurteilt wurde und nun eine Haftstrafe im Orbital Supermax absitzt. Ah, war das die Affäre um Aileen Hastings in Gosch? Exakt, Rob. Hastings hat LaSalle über viele Jahre Finanzhilfen und Überbrückungskredite gewährt. Allerdings ist dies inzwischen schon mehrere Jahrzehnte her und unsere eigenen Recherchen dazu haben die Aussage von LaSalle bestätigt. Also schon lange vor der Verhaftung durch die Advocacy ist kein Kontakt mehr zwischen Hastings und LaSalle nachweisbar. Vielen Dank. Also sollte man vorsichtig sein, bevor man hier irgendwelchen Korruptionsgerüchten oder gar Werbeanzeigen bei Spectrum einfach so seinen Glauben schenkt? Absolut. Gerade im Wahlkampf wird wirklich alles unter dem Teppich hervorgekehrt. Wenn Leilani Edison während einer Vorlesung mal auf die dämliche Frage eines ihrer Studenten die Augen gerollt hat, tja, werden ihre politischen Gegner sicherstellen, dass das Empire davon erfährt. Gute Überleitung. Leilani Edison, die Wissenschaftlerin und Dekanin der Mentor University, ist der absolute politische und wirtschaftliche Outsider bei dieser Wahl. Bis zuletzt lag sie in den Umfragen noch im hinteren Bereich, aber ihre Kampagne hat erstaunlicherweise deutlich an Fahrt aufgenommen. Was hat denn SCB Spotlight noch über die Newcomerin aus OEA herausfinden können? Tja, ehrlich gesagt nicht allzu viel, Rob. Ich meine, wie du schon gesagt hast, gehört sie nach wie vor der Mentor University an und hat wirklich einen tadellosen akademischen Ruf. Also zumindest, soweit wir das feststellen konnten. Aber außer, dass sie auf Oya aufgewachsen ist und es nach eigenen Aussagen geliebt hat, als Kind Raumschiffe zu beobachten. Ja, aber abgesehen davon ist nicht viel über ihr Privatleben bekannt. Allerdings engagiert sie sich seit ihrer Übernahme des Dekanats in einer gemeinnützigen Stiftung, die für eine Ausweitung der Bildungsressourcen kämpft und zum Beispiel Stipendien an Studenten vergibt, die sich ein Studium oder eine Ausbildung sonst nicht leisten könnten. Okay.
Was denkst du denn, ist der Grund, dass ihre Kampagne so eingeschlagen hat? Ich meine, als Unabhängige hat Kandidatin Addison weder die Unterstützung der großen Parteien, noch jetzt, sagen wir mal, mächtige Wirtschaftsverbände hinter sich. Was denkst du, ist ihr Erfolgsrezept in diesem Wahlkampf? Ich denke, das ist sicherlich eine Mischung aus vielen Faktoren. Ihre Forderung, die Beschränkungen für die KI-Forschung zu lockern, die ist auf jeden Fall radikal genug, um für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und gleichzeitig bemüht sie sich konstant, die kritischen Stimmen zu beruhigen, da diese Lockerung nur ein kleiner Teil ihrer Innovation Initiative ist. Ja, und da ihrer Kampagne schlichtweg die Mittel fehlen, um weitreichend Werbung zu schalten, ist Leilani Addison die einzige Kandidatin, die wirklich jedes einzelne UI-System in ihrem Wahlkampf besucht hat. Und ich meine, klar, das hat ihr viele Sympathien eingebracht und sie für viele Wählerinnen und Wähler greifbarer erscheinen lassen. Also zumindest als die anderen Kandidaten. Wow, wirklich jedes einzelne System? Das muss ja eine echt anstrengende Tour gewesen sein. Oh ja, das glaube ich auch. Ich hatte ja das Vergnügen, sie hier in Stanton zu treffen und da, ja, da sah man ihr die Strapazen durchaus an. Zumal die großen Bühnen wie Sol, Terra und Centauri noch vor ihr lagen. Allerdings habe ich sie auch als sehr starke, entschiedene Frau kennengelernt, die es gewöhnt ist, harte Arbeit zu leisten, selbst anzupacken und für die Erreichung ihrer Ziele zu kämpfen. Interessant. Meinst du, ihre Stellung als Outsiderin wird ihr bei dieser Wahl helfen oder doch eher schaden? Schwer zu sagen. Bisher tauchen beide Stimmen relativ ausgewogen auf. Viele begrüßen es sogar, wenn jemand mit neuen Ideen und frischem Wind in dieses Amt gewählt wird. Gerade damit die Menschheit nicht den Anschluss in den Bereichen Technologie und Innovation verliert. Andere wiederum sagen, dass das Letzte, was das Verse aktuell gebrauchen kann, noch mehr Träumerei ist. Vielmehr müssen harte Fakten geschaffen werden, fordern die Leute, statt immer nur weitere Versprechen und mögliche Innovationen in Aussicht zu stellen. Und naturgemäß tendieren genau diese Wählerinnen und Wähler eher dazu, Kandidaten wie Iliana Charaz ihre Stimme zu geben. Das habe ich auch so wahrgenommen. Die politischen Kurse von Leilani Addison und dem aktuellen High Secretary Iliana Charaz könnten ja wohl kaum weiter auseinanderliegen. Und Vertreter der beiden Linien leisten sich im ganzen Empire hitzige Debatten. Wie läuft denn der Wahlkampf aktuell für Charaz, die ja neben ihrer Kampagne auch noch ihre Pflichten als High Secretary zu erfüllen hat? Meiner Meinung nach macht Charaz einen durchaus zufriedenen Eindruck. Also, dass Imperator Costigan ihr sein Endorsement verweigert hat, das, klar, das war sicherlich ein Tiefschlag, aber auch nachvollziehbar. Ich meine, nachdem sein Sohn auch im Rennen ist und beide sogar aus der gleichen Partei stammen. Und dass die Universalist Party sie aber wiederum dem Sohn des Imperators vorgezogen hat, das gab natürlich ihrer Kampagne deutlichen Aufwind. Viele sehen in Charaz den, wie sagt man, ja, den Weg der Mitte. So würde ich das mal beschreiben. Verstehst du, ihr Strukturprogramm, das verspricht greifbare, direkte Hilfe für jedes einzelne UI-System. Und sie gilt im Allgemeinen als zuverlässige und starke politische Führungsperson. Ihre jahrelange, tadellose Arbeit als High Secretary hat ihr viele Sympathisanten eingebracht. Wohingegen aber die Gegenseite ihre fehlende Innovationsfreude und einen Hang zur Stagnation vorwirft. Womit wir wieder zurück bei der Kampagne von Leilani Addison wären. Ja. Ja, Rob, wie du schon sagtest, die beiden gehen hier deutlich auseinander, wie man schon am Topic der Synthworld-Debatte sieht. Danke, damit sprichst du ein Thema an, das ich gerne hier am Ende des Interviews nochmal genauer besprechen würde. Das Synthworld-Drama, wie es bei Spectrum nach der zweiten öffentlichen Debatte betitelt wurde, dominiert diesen Wahlkampf wie kein anderes. Die Kandidaten sind quasi gezwungen, sich dazu zu positionieren und entweder heißt die Antwort, dass dem Projekt Gelder entzogen oder gar neue bewilligt werden. Wie kommt es denn deiner Meinung nach dazu, dass das Thema so zentral für die Wahl geworden ist? Nun, ich denke, viele Menschen im Imperium haben das Gefühl, dass die Wahl zum Imperator der richtige Moment ist, um hier mal die Weichen neu zu stellen. Also entweder in die eine oder eben in die andere Richtung. Immerhin wird der neue Imperator nur alle 10 Jahre gewählt und gibt gerade für so kostspielige und aufwendige Projekte wie Synthworld die Richtung vor. Und die Frage, ob die Forschungsarbeiten an diesem künstlichen Planeten eingestellt,
fortgesetzt oder sogar verstärkt werden sollten? Diese Frage beeinflusst maßgeblich die Budgetplanung des Imperiums. Mhm. Allerdings, und das muss ich auch sagen, bin ich etwas verwundert, dass die Synthworld-Frage so sehr dominiert. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass das UII gerade mit vielerlei Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Allen voran der bisher eher ergebnislose Krieg gegen die Vandul. Mhm. Also das wurde ja nun im Wahlkampf interessanterweise fast nebensächlich debattiert. Findest du nicht auch? Mhm. Also, und auch die steigende Verarmung in vielen Systemen und der damit einhergehende Anstieg der Verbrechensrate. Also das ist meiner Meinung nach eher unter den Tisch gefallen. Das stimmt, ja, richtig. Wobei auch die einzige Antwort, die man bisher darauf hören konnte, eine geplante Verstärkung des privaten Sicherheitssektors ist. Ja, richtig. Also insbesondere Kandidat LaSalle vertritt diese Ansicht. Weshalb es auch nicht verwunderlich ist, dass er durch die Bounty Hunter Gilde unterstützt wird. Mhm. Aber auch Titus Costigan will ja die Milizen stärken und den paramilitärischen Sektor als Imperator ausweiten. Ja. Zusammenfassend, die Frage aller Fragen. Wie denkst du, wird diese Wahl ausgehen, Cecilia? Uhuhu. Hoffentlich mit einem klaren Ergebnis für ein neues Regierungsoberhaupt. im Ernst, Rob. Ich habe wirklich keine Prognose. Also die Kandidaten, die sind so unterschiedlich wie die Ergebnisse der Umfragen, die täglich bei uns eintrudeln. Also einen klaren Favoriten der Wählerinnen und Wähler kann man zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bestimmen. Mhm. Ich denke vielmehr, ja, ich denke, diese Wahl ist deutlich mehr zur Gewissens- und Zukunftsfrage der Wahlberechtigten geworden, als es die letzte Wahl vor 10 Jahren war. Mhm. Daher können wir von SCB und die Kollegen der Presse nur unser Bestes tun, um sie da draußen bestmöglich zu informieren und ihnen damit die Grundlage für eine persönliche Entscheidung zu liefern. Also, ich bin selbst total gespannt, wie das Ganze ausgeht. Aber insbesondere, welche Änderungen und Neuerungen die Wahl des Imperators für unser Verse am Ende mit sich bringt. So, glaube ich, geht es uns allen. Cecilia, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Es war ja jetzt doch ein etwas längeres Gespräch. Ja, aber immer wieder gerne, Rob. Solange ich ein Com-Array in der Nähe habe, kein Problem. Aber das entbindet dich nicht von dem Kaffee, den du mir jetzt inzwischen seit Monaten schuldest. Keine Sorge, keine Sorge. Melde dich einfach, sobald du wieder in Reichweite bist. Ich komme drauf zurück. Vielen Dank. Also auch im Namen unserer Zuschauer und vor allem viel Erfolg bei deinen weiteren Einsätzen für das SCB-Spotlight-Team. Cecilia Wings, liebe Zuschauer. Danke. Damit, liebe Zuschauer, kommen wir auch ans Ende unserer heutigen Sondersendung. Das Team von SCB und The Verse Today hofft, dass wir Ihnen zum Abschluss dieses spannenden Wahljahres einen guten und umfassenden Überblick zu Themen, Protagonisten und Hintergründen liefern konnten. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf üblichem Wege Ihr Feedback zur Sendung hinterlassen und wünschen uns allen eine spannende und sicherlich ereignisreiche Wahlnacht. Ich verabschiede mich und freue mich darauf, Sie das nächste Mal wieder bei The Verse Today begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, die Wahlautomaten stehen bereit. Gehen Sie wählen und wählen Sie weise. Ihr Rob Sawyer.